Zum digitalen Heimattag der Siebenbürger Sachsen grüße ich Sie herzlich aus Nordrhein-Westfalen. Sehr gerne wäre ich wieder zu Ihnen nach Dinkelsbühl gekommen. Doch leider ist es auch in diesem Jahr nicht möglich, die schöne Tradition des Heimattages so zu pflegen wie früher, mit persönlichen Begegnungen, Gesprächen und dem gemeinsamen Feiern. Das ist durch nichts zu ersetzen, das ist mir sehr bewusst. Aber zusammen sind wir Heimattag. Ich finde, dieses Motto passt in diesen Zeiten ganz hervorragend. Hinter uns liegt ein Jahr voller Herausforderungen. Ein Jahr des Verzichts auf ein normales Leben und ein Jahr voller neuer Erfahrungen. Wenn wir aber eines gelernt haben, dann das. Nur zusammen sind wir stark und so werden wir es auch gemeinsam schaffen, diese Pandemie zu überwinden. Und es bleibt wichtig, dass Jung und Alt nicht nur in der Krise zusammenhalten und zusammenstehen. Sie zeigen, wie das geht. Die siebenbürgisch-sächsische Jugend hat sich sehr engagiert, damit der digitale Heimattag auch in diesem Jahr mit seinem vielfältigen Programm stattfinden kann. Dafür danke ich allen Aktiven sehr herzlich. Das ist zugleich ein ermutigendes Zeichen dafür, dass der Verband der Siebenbürger Sachsen jung und lebendig bleibt.